Können Sie uns kurz erläutern, was Sie zu Ihrer Traumfrau macht, beziehungsweise ihn zu Ihrem Traummann? Puh, das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil Sie so, da müsste ich so weit, da würde ich wahrscheinlich den ganzen Abend hier verbringen und irgendwann geht die Sache hier auch los, hier, da wollen wir auch rein. Aber Per ist einfach ein Mann, der mich zum Lachen bringen kann, der mich fasziniert, wo ich nie weiß, was als nächstes passiert. Ich finde ihn einfach, ist wirklich der tollste Mensch, dem ich hier begegnet bin. Genauso geht es mir auch. Janni ist einfach die wundervollste Person, nicht nur Frau, sondern auch der wundervollste Mensch, der in meinem Leben begegnet ist. Sie ist einfach jemand, die mit offenen Armen jeden Menschen begrüßt und das Leben liebt und ist dazu eine unglaubliche Frohnatur. Und es macht einfach Spaß, das Leben mit ihr zu teilen. Dann ist das ja zwischen Ihnen noch ein bisschen frisch, aber können Sie sich schon vorstellen, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr raus werden kann? Kinder, Heirat, irgendwas in der Richtung? Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. So laut hier irgendwie. Schatz, mir ist kalt. Wir können uns, glaube ich, alles vorstellen. Ich glaube, wir sind zwei Menschen, die zu allem bereit sind und mal einfach sehr, sehr offen sind für alles, was uns passiert. Es ist aber nichts, dass wir irgendwas planen, sondern es ist eher so, dass uns Dinge passieren. Ja, alles ist irgendwie, was uns passiert bisher, ist auch einfach, oder was uns bisher passiert ist, ist einfach so unerwartet, was man sich nie hätte vorstellen können. Und deswegen, wir haben neulich so einen Spruch gesagt, unsere Realität beginnt fernab von unserer Vorstellungskraft. Also es ist viel mehr, als wir uns hier hätten vorstellen können. Nun, ist es ja nicht ganz einfach. Wieso ist ja eine Fernbeziehung? Ihre Jobs gehen so ein bisschen auseinander. Da hat man ja dann doch auch mal relativ viel Zeit, die man nicht zusammen ist. Wie meinen Sie, können Sie das hinkriegen? Na, wir haben das relativ einfach gelöst, dass wir aus der Fernbeziehung relativ schnell eine Nahbeziehung gemacht haben. Janni ist nach Berlin gezogen, wir leben jetzt zusammen und freuen uns auf die neuen Abenteuer, die uns in der Großstadt erwarten.